Hallo und herzlich willkommen heute mal nicht aus dem Gurgeltal-Stadion, sondern vom alten Sportplatz bei der Hauptschule Oberstadt. Das letzte Saisonspiel einer der Kampfmannschaften des SC Sparkasse FMZ Imst steht an, und zwar die 1B. Mit anschließender Meisterfeier, man empfängt heute den Tabellenletzten, den FC Nauders. Und man sieht schon, strömender Regen, ein sehr, sehr tiefer Boden dann auch für die Torleute. Also die werden sich heute sicher ein bisschen schmutzig machen und dementsprechend gar keine langen Umschweife. Wir gehen direkt ins Spiel und schauen, dass wir mit der Kamera unter Dach kommen. Ja, und aufgrund des starken Regens hatten wir natürlich Probleme, unsere Kamera irgendwo im Trockenen aufzustellen. Und prompt in den ersten 7 Minuten versäumten wir 2 Tore. Wir steigen ein bei einem Spielstand von, sage und schreibe, 1:1. Nauders, nicht der Jausengegner, wie er sich letzten Samstag in Sauten präsentierte. Allerdings in Minute 12, Drangperiode, der Imster vor dem Nauderer Tor. Dreimal klärt der Torhüter von Nauders, Dominik Walz-Döni, sagenhaft. Beim 4. Mal beim Kopfball der Nummer 19, Clemens Turner, hat er keine Chance. Und es steht 2:1 für den SC Sparkasse FMZ Imst. Wieder Tabellenletzte präsentierte sich Nauders in keinster Weise. Allerdings in der 38. Spielminute blitzte Imst wieder auf, beziehungsweise das Können der Imster wieder auf. Matthias Schöpf, die Nummer 13, stellt auf den neuen Spielstand 3:1. Und es steht zur Halbzeit 3:1, eigentlich ein klares Spiel. Nauders präsentiert sich allerdings wesentlich besser als beim letztwöchigen 0:9 in Sautens. Aber natürlich hoch anzurechnen, den Nauderern gestern war es noch gar nicht fix, dass sie die Mannschaft zusammenbringen, ob sie überhaupt anreisen werden. Dementsprechend Kompliment und eine herzliche Gratulation den Nauderern, dass sie es durchgeschafft haben. Und wir gehen in die zweite Halbzeit. Ja, das war sie, die Fußballsaison 2009-2010. Ja, so ausgelassen werden in Imst Meister gefeiert. Selten, dass man in einer Bezirksstadt zweimal hintereinander einen Meister feiern kann. Letztes Jahr der Meister in der Landesliga West, die Einsermannschaft. Dadurch wurde eine zweite Kampfmannschaft gebildet, die hat auf Anhieb die zweite West gewonnen. Ja, und in Kürze werden wir sie holen, den einen oder anderen zum Interview, zum Siegerinterview. Gratulieren nochmals recht herzlich zum Meister in der zweiten West in der Saison 2009-2010, die 1B des SC Sparkasse FMZ im recht herzliche Gratulation. Ja, so sehen Sieger aus, heißt's in einem Lied. Franz, ein bisschen nass geworden heute. Ein bisschen los sind wir in den letzten Wochen eigentlich immer warm, würde ich sagen. Aber da sind wir letzten Endes zufrieden. Ich glaube, wir haben eine gute Saison angespielt. Wir haben alles erreicht, was man eigentlich erreichen kann. Wir haben eigentlich erst jetzt angefangen. Wir hatten alle aber noch ein bisschen angefangen zum Spielen. Aber ich denke, die Burschen haben eine tolle, tolle Saison gespielt. Wir haben den Gurgeltal Cup erreicht, wir haben den goldenen Handschuh erreicht. Wir waren die beste Mannschaft. Wir haben 91 Spiel verloren, die beste Mannschaft in dem Jahr von ganz Tirol. Die Burschen haben eine tolle Saison gespielt. Und es ist nicht immer leicht, immer zu gewinnen. Man muss immer alle Wochen wieder neu motivieren und am Boden halten und von Wolke 7 wieder runterholen. Und die einzige Niederlage, die war gegen? Sautens. Gegen Sautens, aber das haben wir nicht einmal wehtun, muss ich jetzt im Endeffekt sagen, haben wir denen auch ein bisschen geholfen, dass sie ins Auge gekommen sind. Eigentlich nochmal recht herzliche Gratulation. Ich glaube, die Sautner schicken mir auch noch eine Gratulation um. Ja, die steigen mit auf in die erste West. Da gibt es auch wieder ein tolles Derby, gibt es tolle Gegner mit Delfs, mit Kemmerten, mit Nassereit, mit Pfunz. Dementsprechend können wir uns da auf eine tolle Saison freuen. Ja, dein Kurzresümee über die ganze Saison. Ja, es war eine super Saison. Wir haben eine Niederlage. Und ja, jetzt freuen wir uns, dass wir aufgestiegen sind. Wir wollten unbedingt aussteigen. Jetzt haben wir erste Klasse West.
Und nächste Saison geht es weiter. Wird ein anderer Prüfstein? Ja, sicher, natürlich. Danke. Clemens, eigentlich immer dabei, so der Wunderwuzi im Mittelfeld oder von der Verteidigung aus, derjenige, der am meisten am Boden liegt, sage ich es jetzt einmal so. Ja, genau. Das fällt mir am meisten auf, also mit viel Einsatz. Wie viel Substanz kostet das eine Saison? Ja, schon ein bisschen. Also wir trainieren dreimal die Woche, in der Vorbereitung viermal, haben wir viermal Training, ein Spiel. Und jetzt sind wir schon, sage ich mal, froh, dass wir 2-3 Wochen Pause haben. Und nachher geht's Vollgas weiter. Aufbautraining schon wieder für die nächste Saison? Ja, sicher, im Juli starten wir wieder. Dein Tipp für die Fußball-WM, wer wäre Weltmeister? Boah, die Schweiz. Schweiz, war ein Tipp, da müsste man setzen. 10 Euro drauf, gab sicher jetzt noch Mörderquote. Dein Tipp, Fabian? Argentinien. Argentinien, also da haben wir Finale, Schweiz gegen Argentinien. Schauen wir mal, ob es zustande kommt. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs treue Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der neuen Saison entweder vor dem Bildschirm oder hoffentlich auch einmal im Gurgeltal-Stadion dann wieder. Ich sage Ihnen vielen Dank und wünsche Ihnen einen schönen Sommer, sofern es einer wird.